Für Kleinsparer wie uns bleibt alles wie es ist. Mini-Zinsen von der Bank. Denn die Europäische Zentralbank hier in Frankfurt, die hat heute über den Leitzins entschieden und er wird nicht, wie vielleicht der eine oder andere hofft, angehoben, aber zumindest auch nicht gesenkt. Er bleibt, wo er ist, nämlich auf Rekordtief bei 0,25%. Aber eine Senkung könnte noch kommen. Zum Ärger deutscher Kleinanleger hat nämlich EZB-Chef Mario Draghi heute gesagt, wir werden die wirtschaftlichen Entwicklungen und die Geldmärkte genau beobachten. Die Geldpolitik wird die Konjunktur weiter deutlich unterstützen und wir werden notfalls schnell mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung reagieren. Ja, im Gegensatz zum Kleinsparer freuen sich zumindest Großinvestoren, denn ihnen winkt noch lange billiges Spielgeld. Das hebt natürlich die Stimmung und weil dann aus den USA heute auch noch überraschend gute Daten vom Arbeitsmarkt kamen, geht es für den deutschen Aktienindex DAX nach oben, etwas mehr als ein halbes Prozent, im Nachmittagshandel 9.582 Punkte. Werfen wir einen Blick auf die Tops und Flops im DAX. Da sehen wir auf der schwächeren Seite heute Aktien wie Munich Re, Beiersdorf oder die Deutsche Telekom, allesamt nach Bilanzzahlen. Die Telekom, die verbuchte zum Beispiel dank der boomenden US-Mobilfunktochter einen kräftigen Umsatzschub im ersten Quartal. Aber es kursieren auch Gerüchte über einen radikalen Konzernumbau. Doch die Bonner haben das gleich erstmal dementiert. Dennoch Aktionäre scheinbar verunsichert. Ja, und jetzt noch der Blick über den großen Teich nach New York. Dort sieht's in der Anfangsphase des Handelstages doch noch recht positiv aus.